Was geht ab, Leute? Und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Stadt, Land, Fluss mit Easy und Lars. Wir haben heute den Buchstaben P. Lars ist am Essen, ich bin am Trinken und das sind unsere Wörter. Erster Kauf nach Lottogewinn, Superheldenname, Körperteil oder Organ, Kleidungsstück, Möbelstück, Allergie, Musikrichtung 3, 2, 1, go. Okay. Yes. Boah, ich habe richtig Gutes fürs Erste. Und das war's. Erster Kauf nach Lottogewinn, Porsche kaufen. Polo-Shirt, ultra low. Als ob ein Polo-Shirt so ultra teuer ist. Als ob du direkt erstmal ein Porsche kaufen gehst. Ja, klar. 700 Millionen Dollar. Da steht nicht, wie viel das ist. Du gewinnst 20 Euro und kaufst erstmal ein Porsche. Superheldennamen. Popelmann. Platikmann. Pizza. Ja, ich wollte Plastik schreiben. Körperteil oder Organ. Plaut. Popo. Pausbacken. Was ist denn Plaut? Das ist dort, wo du dein, Okay, was sind denn Pausbacken? Na, im Gesicht einfach, die Wangen, die heißen Pausbacken. Plustere deine Pausbacken nicht so auf, dann gibt's es wahrscheinlich. Du hast auch Pausbacken, Roman. Leute, guck dir mal an der Facecam an, Roman hat richtige Pausbacken. Kleidungsstück, Poloshirt, Prinzessin-Kleid, Pullover. Oha, Pullover ist richtig stark. Möbelstück habe ich keins. Plastiklampe, Pizzakarton als Schrank. Weg. Schon wieder Plastiklampe. Aber da kannst du jetzt auch mal ein Kreuz geben, Mann. Wir können ihm doch das nicht die ganze Zeit durchgehen lassen. Ich glaube, meine S-Taste geht nicht mehr. Deine S-Taste geht nicht mehr. Pollenallergie, polnische Volksmusik als Musikrichtung und Polka. Stark. Ergebnisse bestätigen. TTT. Alter, meine S-Taste geht wirklich nicht mehr. Ich wollte gerade ein S schreiben, da kam einfach ein N. Möbelstück, oh mein Gott, das ist eigentlich voll einfach. Egal, komm, ich mach einfach. Oh nein. Bevor wir jetzt hier noch. Erster Kauf nach Lotto gewinnen, total viele Chips, tolles Geschenk, Traumurlaub. Superheldenname Tutorial Man. Das ist der Typ, der für alles ein Tutorial gemacht hat. Und das ist unser Superheld, weil der uns so gut weiterhelfen kann. Ist gut, okay? Okay. Turbomann, Tina die Zerstörerin. Klingt nach so einer kleinen Hexe aus so einer kleinen Comic-Serie für Mädchen. House. Klingt echt wie aus Minecraft House, Alter. Körperteil oder Organ, Tonne und Tee. Kann man wegmachen. Kleidungsstück. Tuch, Tomatenkostüm. Guck mal, meine Tastatur geht nicht mehr richtig. Aber Tisch haben wir alle richtig. Allergie, Taubenallergie, Tomatenallergie, Traubenallergie. Ja, es gibt Tauben zu essen. Es könnte ja sein, dass du gegen Taubenfedern oder sowas allergisch bist. Das ist voll witzig, bei euch ist einfach nur ein Buchstabe anders. Ja, einer ist Trauben. Ja, stimmt. Trauben und Tauben. Musikrichtung, ich habe Totenmusik, Trance und Techno. Voll stark, alle drei. Was ist Totenmusik? Totenmusik, das ist die Musik, wenn Leute tot sind und die liegen in diesem Sarg und dann kommt. Das ist eine Totenmusik. Das ist doch zur Hochzeit, oder nicht? Musikrichtung. Also, ich höre jetzt erstmal ganz chillig eine Runde Totenmusik. Hier, Totenmusik-Labels, Releases, Totenmusik. Es gibt echt keine Totenmusik. Nein! Sag bloß! Okay, alles klar, dann machen wir Totenmusik. Trance und Techno ist richtig gut. Trance und Techno ist wirklich gut. Ja. Geh. Kleidungsstück mit G? Hat jemand ein Kleidungsstück mit G? Gucci-Schuhe. Oh ja, hey, das ist gut. Kann man das nehmen mit einer Marke? Ja, nein. Ich glaube, nein. Ich habe gerade Totalausfall, Mann. Ein Organ mit G? Oh mein Gott, ja, stimmt. Hab was. Okay, let's go. Nein, noch nicht. Nein. Oh mein Gott, hast du nicht gemacht. Was? Erster Kauf nach Lottogewinn, Garage voll mit Autos, großes Haus, geiles Auto. Alles klar. Google Man. Superheldenname. Google Man. Das Maskottchen von Google. Haha, stark, gell? Gehirn Man. Oh, ist auch nicht schlecht eigentlich. Gehirn Mann, das ist deutsch. Ja, Gehirn Mann. Körperteil, Organ, Gaumen, Gehirn und Gallenblase. Ey, Alter, als ob ihr nicht Gehirn Easy hat so gesagt, ich hab was, voll einfach, Gallenblase. Total einfach. Kleidungsstück, oh nein, Gürtel, aber Gucci-Schuhe zählt nicht. Oh no, Gürtel. Möbelstück, Gardinen, Gartenstuhl, Gefrierschrank. Kann man alles lassen, ne? Gerstenallergie, richtig stark. Gemüseallergie, ja. Okay. Musikrichtung, Gitarrenmusik, Goa und Gothic. Ist stark. Gothic auch Musik? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, Gothic ist doch nur. Es gibt keine Gothic-Musik. Das ist eine Subkultur von Punk und Rock. Es gibt Gothic Rock. Gothic Rock gibt es. Es gibt Gothic Rock, aber keine Gothic-Musik. Okay, dann zieh mir einen ab. Das ist so, als ob ich nur, nur Gitarre geschrieben hätte. Okay, fertig, weiter. So, alright, go. W. Mann, es kommt so oft W die ganze Zeit. Ja, was Lustiges bei erster Kauf nach Lotto gewinnen. Alter. Möbelstück. Bitte noch nicht so schnell drücken, ich bin noch nicht so weit. Ich glaube, es gibt kein Organ mit W. Doch, gibt es, glaube ich.
Hä, es gibt kein Kleidungsstück mit W und kein Körperteil. Hat jemand von euch ein Körperteil? Ja, komm, ich nehme das jetzt einfach und zack. Nein! Windeln aus Gold, in Klammern endlich mal das Leben genießen. Wasser für 5 Euro. Richtig stark, Lars. Richtig stark. Also der Lars hat übrigens schon mal im Lotto gewonnen, deswegen gönnt er sich das. Es gibt Wasser, das kostet 5 Euro, das ist dieses Fidschi-Wasser. Und Lars hat sich das einfach am Flughafen gekauft, gesehen. Weihnachtsgeschenke für alle Menschen. Easy, mal wieder sehr gutherzig. Waterman, Windelman und Wonder Woman. Lars, kannst du mir kurz erklären, was der Windelman für eine Superkraft hat? Der wechselt halt den Babys die Windeln, damit die Eltern das nicht machen müssen. Oh, was macht der Waterman, Roman? Der Waterman, der versorgt alle Menschen mit Water. Hä? Okay, Lars, ist okay, Waterman. Ist Körperteil oder Organ? Wasserblase, Wurstfinger, Warze. Wasserblasen und Warze. Aber ich weiß, man muss es halt genauer definieren. Dann okay, ja. Aber das ist ja eher so eine kleine Peste. War ja auch schwer. Kleidungsstück mit W, Wanderschuhe. Boah. Lars, du bist ultra krass. Du bist krass. Möbelstück, Wasserbett, Wanduhr, Wandschrank, Allergie, Wasserallergie. Wurstwasserallergie existiert nicht. Existiert nicht. Das hat kein Mensch. Boah, willst du es denn wissen? Du hättest beides schreiben können, Lars. Ja, entweder Wasser oder Wurst. Ja, die Kombination macht das. Die Kombination macht das. Wandermusik ist, glaube ich, keine richtige Musikrichtung. Was hört ihr so Musik in der Freizeit? Ach, ich höre gerne Wandermusik. Aber ich wandere eigentlich gar nicht. Ich höre nur die Musik. Chill, warte, doch. Izzy, das gibt's wirklich. Nein. Das ist das, was die Militärtypen immer singen. Und währenddessen marschieren die immer. Das ist, glaube ich, Wandermusik. Das gibt's, glaube ich, wirklich. Aber eigentlich kann man jedes einzelne Lied auf der gesamten Welt als Wanderlied singen. I'm a Barbie Girl ja. In a Barbie, Barbie World. Life in plastic is fantastic. Also Wandermusik ist okay. Los, ja, okay. Lass uns weitergehen. Ha. Das ist easy. Ja, das haben wir alle das Gleiche. Nein, habe ich nicht. Möbelstück. Das ist so dumm. Körperteil oder Vulkan. 3, 2, 1, hör auf! Haus kaufen, Helikopter, Haus. Superheldenname, Hottest Man Alive. Und Hosenwoman. Das ist beides. Hosenwoman? Nein, Hosenwoman? Hosenwoman gibt's nicht. Was macht denn der Hottest Man Alive? Okay, Izzy, du hättest einfach Hosenman machen sollen. Jeder gibt sich ein Kreuz. Ist okay. Keine Superkraft. Alle verkackt. Alle raus. Okay. Körperteil oder Organ, Hirn, Hände, Hirn. Kleidungsstück, Hose, Handschuhe, Hose, Möbelstück, Hosenständer und Holztisch. Gibt's bestimmt einen Hosenständer. Es gibt einen Hosenständer, ja, klar. Allergie, Hopfenallergie, Hausstaubenmilben. Sehr stark. Das ist übrigens meine Allergie. Hätte ich eigentlich auch schreiben können. Musikrichtung, Hot Salsa. Das ist doch ein Dip. Ah, das Boah, ist ein Hot Salsa Song. Hä, hey, warum macht ihr das weg? Weil das ein Dip ist und keine Musik. Das Hip-Hop ist stark, jedenfalls. Hip-Hop ist wirklich stark. Ich drücke auf Hör auf. Nein. Okay. Erster Kauf nach Lottogewinn. Maggi die Boah. Firma aufkaufen. Auf Michael Jackson Autogramm. Millionärsvilla. Aber wenn du Maggi-Fan bist und du gewinnst im Lotto, dann kaufst du dir doch dementsprechend auch die Firma, oder nicht? Ja. Ja, okay. Kaum ein Kreuz kannst du mir geben. Ich geb's mir selber, okay? Ich geb es mir selber. Superheldenname Mottenman. Das ist der König der Motten. Mutantman. Der ist wahrscheinlich einfach ein Mutant. Und Miss. Miss. Miss Universe hätte machen können. Körperteil oder Organ, Magen, Milz. Oh, Milz ist krass, ist sie gut. Kleidungsstück, Mantel, Multifunktionsjacke. Yeah. Stark, stark. Möbelstück, Mantelständer, Matratze, Mikrofonständer. Mega. Ist auch ein Möbelstück. Mantel ist voll schlau. Allergie, Mäuseallergie, Mandelallergie, Milben. Alter, Mäuse. Richtig. Hast du eine Allergie gegen mich oder was? Ich schreibe immer alle meine eigenen Allergien auf, ja. Material Metal. Music. Man hätte einfach Metal schreiben können. Man Metal schreiben können. Aber Material gibt's wirklich, oder? Material Music. Weiß ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Wollen wir uns mal Material... Glaube ich auch nicht. Okay, dann gebe ich mal ein selber Kreuz. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das gibt. Falls es das gibt, wird es jetzt eingeblendet. Was ist M-Pop? Das war sowas wie K-Pop nur. Naja, mit M. Okay, wo kommen die denn her? Warum habt ihr jetzt Material Mumbai weggemacht? Aus Weil Mumbai. Es nicht gibt. Mumbai-Pop. Ja. Mumbai-Pop. Oh, gesamt. Oh. Oh mein Gott.
Oh mein Gott! Was? Ich bin Letzter! Alter, Lars! Oh, Baby. Du bist nur 5 Punkte vor mir. Alter, Lars hat einfach gewonnen. Und falls euch die Folge gefallen hat, gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Das war M-Pop. Falls ihr mehr von M-Pop haben wollt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das waren Lars, Izzy und Roman. Wir sehen uns. Haut rein, Leute. Ciao. Drückt die Glocke und abonniert. Alle drei. Ihr wisst Bescheid. Unten in der Beschreibung. Ciao.